denke, sie lassen dich vorbei. Oh, okay. Ein paar Infos zu Joe. Geil. Er zieht sich aus dem Rennen zurück. Geil! Ist ja mega, Alter. Die haben sich alle gegenseitig ausradiert. Digga, du bist auf P6. Unser Delta ist zu niedrig. Damit wieder und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Formel 1 22 auf dem PC, Folge 16. Wir machen mit der MyTeam-Karriere weiter. Ja, das Ziel ist ja jetzt letzten Endes eigentlich nur, durchzuwerden mit dem Game. Ja, durchzukommen und, ja. Ja, ich sehe, meine Kamera ist jetzt nicht so richtig perfekt ausgerichtet. Ist natürlich super. Das werde ich mal ganz kurz fixen. Das ist nämlich ein bisschen suboptimal, sage ich mal. So, wenn ich jetzt hier so sitze, dann wird das hier, denke ich, hoffentlich passen. Ja, so, das nächste Rennwochenende ist Spa, Francorchamps, Belgien. Ist natürlich eine schicke Strecke, sagen wir mal. Und wir haben Triebwerks-Upgrades von Mercedes bekommen. Da haben wir eine Reihe von Verbesserungen vorgenommen und ja, das wirkt sich ja dann auch auf uns aus, weil wir das Triebwerk entsprechend haben. Gehen wir mal in die Forschung und Entwicklung. Wir sind scheinbar. Ja. Wir sind scheinbar das drittschnellste Team zurzeit? What? Das ist ja aber letzte Rennen noch nicht so aus. Und mit den Upgrades, die ausstehen, könnten wir uns schon Richtung Platz 1 begeben. Das ist irgendwie ganz merkwürdig. Wir haben aber noch sehr viel Defizit beim Chassis. Deswegen gehen wir doch da mal direkt rein. Unsere Motorhaube ist abgeschlossen. Wir haben damit den Kabelraum freigeschaltet. Vielleicht gehen wir den noch gleich mal an. Wir haben nämlich genug Punkte tatsächlich. Und das machen wir einfach mal. Aber ich glaube, wir können gerade noch nicht, oder? Doch, aber es wird erst nach dem Triple Header fertig. Nach Italien erst. Würde uns aber ganz schön nach vorne bringen. Wir sind nämlich ziemlich weit hinten beim Chassis. Machen wir einfach mal. In der Hoffnung, dass es durchkommt bis dahin. Und ja, dann gehen wir zum Rennwochenende. Let's go. Dann schauen wir doch mal, wie gut dieses Auto angeblich jetzt sein soll. Jetzt bin ich natürlich auch wieder eine Weile nicht gefahren und so. Bin ja gerade dabei, meine Pedale noch auszurichten. Hab den ganzen Scheiß jetzt irgendwie gerade aufgebaut. Und die Kamera ist, glaube ich, jetzt auch nicht so ganz richtig. So, müsste doch irgendwie einigermaßen mittig sein. Dazu habe ich jetzt auch hier meinen neuen Bildschirm am Start, meinen 4K-Bildschirm. Ich zock das Game jetzt auch auf 4K. Allerdings sind wir in der Aufnahme noch nicht auf 4K, weil meine Capture-Karte das noch nicht erlaubt. Und deswegen machen wir erstmal, das Ganze noch in 2K. Ich zocke in 4K. Es kann noch FPS-Probleme und sowas alles geben, weil meine Capture-Karte dafür noch nicht ausgelegt ist, aber die kommt dann demnächst auch mal raus. So, Überblick über den Grand Prix. Yep, Entwicklung ist abgeschlossen, das ist gut. Wettervorhersage, Rennen ist eher bewölkt, aber sollte passen. Alles klar, gehen wir weiter zur nächsten Session und machen das schnelle Training. Und dann fahren wir auch den Grand Prix. Und ich kann hier, glaube ich, mal einen Ton abschalten. So. Sorry, Freunde. Okay. Ja, das ist im ersten Training kostet uns das eine Menge Zeit, aber wir kommen durch zumindest. Komm, wir probieren. Ah, ne, geht ja nicht. Schade. Kriege ich noch was hin in 5 Minuten? 5 Minuten 20 ist natürlich wieder belastend. Ah, 3,30. 25% Erfolgschance. Ja. Naja, wir haben es probiert. So, dann haben wir es doch. Ja, ich probiere primär natürlich die Hauptziele mitzunehmen, damit wir die Pünktchen kriegen. Das ist jetzt Runde 14 von 22. Die Saison machen wir in dem Let's Play natürlich noch zu Ende. Und dann werden wir uns endlich auf Formel 1 23 stürzen. Wo ich auch mega Bock drauf habe, muss ich sagen. Ich will es eigentlich jetzt schon spielen. Ich habe sogar auch schon runtergeladen, alles schon fertig und so. Aber natürlich fehlt es entsprechend an Fortschritte in diesem Game und ich will das nicht so unfertig stehen lassen. Es ist nicht geil, das Game, aber es ist halt so, wie es ist. Und ja.
70% Erfolgschance ist doch ganz gut. Jawohl. So, jetzt haben wir noch 8 Minuten. Das könnten wir nochmal für den Kram hier. Der ist da nicht drin. Nein! Das Spiel gönnt auch nicht, sage ich dir. So. Die Kamera kann noch ein bisschen nach oben, ne? Ich muss das gleich nochmal machen. Irgendwie ist das nicht so. Machen wir erstmal den Kram. Hier haben wir ja auch noch nicht den ganzen Kram hier. Es kostet aber uns 11 Minuten Zeit. Egal. So ein Pünktchen. Für die Entwicklung unseres Autos. Die nehmen wir mal mit. Oh, 50% waren sogar nur. Hat geklappt. So, 70% muss drin sein. Muss drin sein. Und hier haben wir noch den Kram. Schade. Ja, haben wir hier, haben wir da, haben wir da, haben wir alles mitgenommen. Also können wir mal machen. So, Facecam. Machen wir doch dann einfach nochmal ein bisschen größer. Machen wir sie doch einfach mal. Jetzt rage ich hier natürlich so richtig schön dreidimensional über meinen Rahmen rüber. Das geht natürlich dann wiederum nicht. Das müssen wir dann entsprechend jetzt noch anpassen. Richtig professionell, wie ich bin. Während der Aufnahme. Das ist wieder zu groß. Ich glaube, so müsste das eigentlich aber. So müsste es jetzt aber passen. Ja, passt. Bin ich zufrieden. Ab geht's. Ins Quali, ins Blitzqualifying und dann ins Rennen. Spa ist eine lange Strecke, werden also nicht viele Runden fahren. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß und mal sehen, was unsere Karre kann. Drittstärkstes Auto sieht man ja gerne, sage ich mal, aber ja. Ich hoffe, du freust dich auf die Strecke. Spa war schon immer meine Favoriten. Lange Runde, ich will, dass du ein paar wichtige Punkte beachtest. Kurve 14, gut zu nehmen, halt deine Linie. Dort wird es ein wenig holprig, schlechter Ort für einen Unfall. Ja, das kann ich irgendwie verstehen und los. Jetzt aber endgültig. Gut, natürlich Softreifen und wir gehen dann direkt mal ins Qualifying. Jetzt ist die Frage, was nehmen wir? Er hat schon höhere Spitzengeschwindigkeit ausgerichtet. Das sollte auch, denke ich mal, so passen. Komponenten sehen ja alle auch soweit erstmal ganz gut aus. Gut, dann probieren wir es einfach mal. Ich hoffe, das Game läuft soweit. 4K ist ja immer jetzt so eine Geschichte. Ja, gucken wir mal. Ah ja, das ist nicht so geil. Ich habe auch das Gefühl, dass es irgendwie auf 30 FPS läuft. Jetzt mal ganz im Ernst. So. Ja, das ist natürlich, wenn du einfach anwirfst und nicht testest, nicht? Das ist jetzt wieder. Wie hier keine. Ah, das Game ist super. Raytracing ist natürlich mal hoch. Das ist natürlich super. Ja. Eigentlich müsste der PC aber genug Power haben. Belag will ich aber schon haben, ne? Ja, das muss auf jeden Fall drin sein. Nimmt er das? Aber das ist ja gar im Bildschirm an. Nee. Mann, ich hasse das. Wo ist denn das? Kann ich das in der Session jetzt hier nicht einstellen oder was? Ich würde gerne irgendwie V-Sync probieren oder sowas. Weißt du, was ich meine? Ja, das kann man jetzt hier nicht einstellen oder was? Oh, das ist doch kacke jetzt. Ich will nicht aus der Session jetzt rausgehen, ne? Grafikeinstellungen, ich würde gerne bitte die Dingsens. Ach hier, Videomodus. Oh, ja gut, ich bin natürlich jetzt auch nicht im Vollbildmodus. Natürlich ist auch blöd. Wiederholrate hätte ich gerne. Das geht zum Beispiel auch gar nicht. Also brauche ich 60 Hertz und Frame-Limitierung 120. Ist vielleicht okay. Und V-Sync machen wir mal einfach an. So. Okay.
Gucken wir mal, ob das das besser macht. Ich würde sie gern annehmen, tatsächlich. Und dann müssen wir die Session nochmal neu starten. So. Ist eben alles noch nicht so optimal. So kann man zumindest mal arbeiten. Er ist zu spät gezündet, aber P1 gerade, was ist denn da los? Oh, Alter, der Wagen ist ja auch wieder eine Katastrophe. Und letzter. Okay. Ja, läuft. Alter, es ist die... Oh, die Strecke wird... Alter, die Strecke wird maximal schlimm werden. Ich probiere jetzt erstmal eine saubere Runde irgendwie durchzufahren. Das läuft bei mir auf dem Bildschirm jetzt halt leider nicht so optimal, wie gesagt, wegen der Capture-Karte halt. Ja, war letztes Mal wesentlich besser genommen. Junge, aber unser Topspeed ist aber mega, oder? Aber Verstappen ist immer noch vor uns. Auto! Ja, drittschnellstes Auto, easy P20. Und letzter, nice. Ja, wird super. Ja, die Steuerung ist genauso beschissen wie vorher. Ja, vielleicht gewöhnen wir uns im Rennen dran wieder. P20, 19, 18, naja. P18 ist schon wieder belastend, Alter. Schon wieder belastend. Fuck. Ja, die Runde, das Auto, naja. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Sainz, Verstappen und Charles Leclerc. Fürs Erste verabschiede ich mich jetzt von Ihnen, aber richtig los geht's ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn's richtig zur Sache geht. Boah, wir sind 7/10 hinterm Teamkollegen, der auch nur 9. ist mit dem drittschnellsten Auto, also naja. So gut ist es wohl dann doch wieder nicht. Ja, unser Rivale ist Hamilton, das ist ja wieder ein Blödsinn. Ich meine, laut Stärke unserem Auto macht schon irgendwie Sinn, aber irgendwie fährt das Auto dann doch wieder nicht so geil und ich sowieso nicht. Und ich hoffe, dass es im 23er Teil besser wird. Es sind ja überwiegend positive Sachen da gesagt worden. So, es wird wieder Zeit. Bist du nervös? Ich verlasse mich drauf, dass du einen klaren Kopf behältst. Denk einfach daran, was wir über die erste Runde gesagt haben. Verwende am Anfang den Überholmodus, aber sei nicht zu aggressiv. Ja, den werden wir auf jeden Fall brauchen auf dem 18. Platz. Deswegen würde ich auch mal sagen, wir springen einfach direkt zum Rennen. Und 11 Runden sind es nur, dementsprechend wird das wahrscheinlich wieder eine schöne Soft-Medium-Strategie sein. Viel Spaß beim großen Preis von Belgien.
Für das heutige Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft sind wir wieder einmal in Belgien. Hier hat Ayrton Senna 6-mal gewinnen können. Und 2019 wurde Charles Leclerc der erste Fahrer seit Michael Schumacher, damals 1992, der hier seinen ersten Sieg holte. Heute heißt es Spa-Francorchamps oder, wie wir immer sagen, Ardennen-Achterbahn. Eine insgesamt 7 Kilometer lange Strecke mit Unmengen von Höhenunterschieden, 19 Kurven, davon 9 rechts und 10 links. Mit einer durchschnittlichen Rundengeschwindigkeit von unglaublichen 233 Stundenkilometern ist Spa-Francorchamps ein wahrer Leckerbissen für Tempofanatiker. Eine der schnellsten Strecken im Kalender. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Wir haben Carlos Sainz auf der Pole. Und daneben steht Max Verstappen, der von P2 starten wird. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Perez, Norris, George Russell und Hamilton, Ricardo, Coulthard, Bottas und Fernando Alonso, Magnussen, Tsunoda, Charles Leclerc und Gasly, Mick Schumacher, Ocon, Guanyu Zhou und das Ass, Albon, Latifi, Vettel und Lance Stroll startet am Ende der Startaufstellung. Gleich werden die 5 roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. Wie gewöhnlich darf ich heute Stefan Römer an meiner Seite begrüßen. Was hältst du von Max Verstappen? Der Sieg beim letzten Rennen war wirklich großartig. Ob sie das an diesem Wochenende wiederholen können? Im Motorsport gibt es natürlich keine Garantien. Aber ich denke, dass ihre letzte Performance ihrem Selbstvertrauen ganz gut getan haben dürfte. So, dann geht's los. Gehen wir kurz in die Strategie. Wir wollen Soft 4 Ründchen fahren und dann Medium 7 Ründchen. Wir fahren 11 Runden nur. Naja, über 27 Kilochen und los. Aber natürlich erstmal Einführungsrunde. Ja, ich bin ja noch nicht so. Beim Übungsstart konnten wir keine Probleme feststellen. Behalte die Drehzahl beim Start im Auge. Wir wollen schließlich nicht stehen bleiben. Das Radar zeigt keine Störungen. Das Wetter sieht im Moment gut aus. Nein, ich muss gleich noch mal was probieren. Oh, Junge, Junge. Entweder wir kommen ein bisschen nach vorne mit dieser Kiste oder wir werden einfach von der Kiste so platt gemacht. Und ich glaube, die ist nicht mal, die ist auf 80 oder so. Also, naja, gut ist aber nicht. Aber Schaden fiel auf Medium tatsächlich. So. Ganz kurz Moment und ich hoffe, dass das Game nicht crasht. Ich mache ganz kurz eine kleine Anpassung. Ich pausiere am besten die Aufnahme. Und dann können wir auch schon starten. Hm.
Das ist eine gute Position, würde ich sagen. Und dann viel Spaß beim großen Preis von Belgien. Ah, Digga. Oh, Junge. Moderater Start, würde ich sagen. Albon! Wir ziehen eine alternative Strecke. What? Albon! Digga! Alter, war das schon wieder eine beschissene Geschichte. Ah, zu, aber was mache ich? Was? Also das Game. Also jetzt mal ganz ehrlich, selbst wenn ich da scheiße fahre, was macht denn Vettel? Also, nee, Moment mal. Er macht nichts! Nichts! Da kannst du vielleicht mal auf die Bremse oder da rechts hier die fette Auslaufzone nutzen oder so. Nee! Nichts, Digga! Also, nee! Das ist ein Scherz. Okay, der Start war in Ordnung. Lass uns versuchen, vorzurücken. Also, es ist ein Witz. Ein Witz! Ich hab wieder keinen Bock mehr nach einer Runde. Alter. Das war nichts, aber hat irgendwie geklappt, I guess. Nicht au rouge jetzt nebeneinander, okay. Digga, das war irgendwie... Abflug, ciao. Digga, wie kann ein... Also... Das will ich mir nochmal angucken. Ist der Typ echt neben uns? Okay, ja. Ah, Mann! Okay, wenn ich... Ja, jetzt macht alles Sinn. Im Moment droht kein Regen. Die Bedingungen sehen gut aus. Trockenreifen passen gerade am besten. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Nein, will ich... Oh, ey, was ist denn das... So nochmal. Keine Probleme mit der Reifenabnutzung. Sei weiter vorsichtig. Oh, ist das ein Stress? Benutzt kein ERS in der Kurve. Einfach nicht in der Kurve.
Ah, keine Force. Kein Force Feedback. Sich alle gegenseitig ausradiert. Digga, du bist auf P6. Unser Delta ist zu niedrig. Damit riskieren wir eine Strafe. Verringere sofort dein Tempo. Pierre Gasly wurde disqualifiziert. Jetzt ist das Spiel schon wieder geil, Alter. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Ich hätte, ja, naja, ja, Runde 3, ne, ja. Ist angekommen, bestätige. Ja, ich dachte, ich soll die scheiß Kolonne einholen. Ja, Digga, easy, stoppen wir, dann sind wir hinterm Safety, der. Ah, ist das gut, Alter. Wenn wir hier nach vorne kommen, ey, selbst wenn wir hier schon ins Ziel kommen, ey. Perfekt, ey, die sind, ich muss mir das nachher mal, also ich muss okay, mir das mal angucken. Langsamer werden. Dein Delta ist negativ, du bist also zu schnell. Verringere dein Tempo. Ja, aber, ach, das ist nur, das ist doch aber, ach so, ja doch, das ist Safety Car, aber, das ist noch nicht da. Oh, das heißt, wir müssen ja noch mindestens eine Runde hinter dem Safety Car rumgucken, ist ja mega. Oh, wir müssen aber, hey, da ist noch einer, Perez? Ja, ciao. Da ist aber alle drin, ne? David kommt an die naja. Box. David an der Box. Weiß immer nicht, welche Taste soll ich wie das ist. Ah, perfekt. So, und Roster! Yippie! Wir sind stolz auf dich und die Crew. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Ja, das ist gar kein Problem, du. Oh Gott. Ja. Und wir sind direkt dran, du. Wir sind P5, Digga. Das werden wir wahrscheinlich nicht halten können, aber ich meine, das wäre ja mal mega, Alter. Digga, das hat uns ja mal mega die Karten gespielt, dass die da alle verkackt haben. Und vor allem, wir sind gerade an allen vorbei und dann kam erst das Safety Car. Wir sind vor Hamilton, ja. Ist halt schon nice. Ja gut, das wird jetzt natürlich sich wieder ein bisschen ziehen. Schön Reifen sparen, weißt du, und ja. Läuft. Und dann werden wir wieder durchgereicht. Aber was soll's? Vielleicht mit der S, aber die gibt's ja auch erst wieder nach der dritten Runde, glaube ich. Hm. Ja, RS lässt grüßen. Brauchen wir. Ricardo liegt vor dir. Weniger als eine Sekunde Abstand zwischen euch. Sie fahren mit neuen Mediums. Hamilton liegt hinter dir. Der Abstand beträgt weniger als eine Sekunde. Sie fahren mit neuen Mediums.
Der Abstand zum Führenden beträgt 1,6 Sekunden. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. 8 Runden noch. Der Safety Car kommt halt jetzt nicht rein, ne? Wir müssen jetzt noch eine ganze Runde so fahren, ne? Oh, Alter. Da ist doch jetzt aber nichts mehr. So, ich hoffe mal, das kommt diese Runde rein. Nicht, dass wir jetzt noch eine Runde hier so fahren, weil so ist er natürlich belastend. Wobei, wir können auch so durchs Ziel fahren. P5 nehme ich eigentlich ganz gerne mit, muss ich sagen. Und Ricardo, weiß ich nicht, der ist doch auch nur durch Safety Car nach vorne gespielt worden, oder? Der McLaren war doch echt schwach. Gerade der von Ricardo letztes Jahr, also... Da müsste man doch dann vorbeikommen. Mercedes wird schwierig und Verstappen und Sainz, also, hä? Aber der Weltmeisterschaftsführende aktuell bei uns ist zumindest Charles Leclerc. Aber der hatte eine Strafe. Genauso wie die beiden Aston Martins. Ein paar Infos zu Coulthard. Er hat ein paar Probleme mit seinem Auto und wird deshalb langsamer. Oh. Hinterm Safety Car Probleme mit dem Auto. Und das ist natürlich wieder belastend. Solange uns die Probleme nicht jetzt auch noch passieren, ich wäre schon interessiert dran, einen Punktefinish jetzt hier zu holen ins Bar. Wenn ich mich an mein Let's Play von 21 erinnere, haben wir hier einen Mega-Fail gemacht, weil ich da noch die Regeln nicht kannte. Da bin ich von Soft auf Soft gewechselt und bin dann durch Ziel gefahren und wurde dann disqualifiziert. Ja, war belastend. Habe ich, Wenn das Feld beschleunigt, denk dran, dass bis zu den grünen Flaggen Überholverbot herrscht. Ja. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Sehr schön. Ja, wusste ich die Regeln noch nicht so genau, habe ich einfach den gleichen Reifensatz benutzt und, ja. Wir waren, glaube ich, sogar auf einem ganz guten Finish, aber, ja. Disqualifiziert. War ich sauer. Jetzt weiß ich es besser. So, und jetzt geht's gleich los. Ja, was ist denn jetzt los? Hä? Der hat kein Gas angenommen. Bruder, man sieht einfach nicht. Das ist ja belastend. Ich fand den Start ganz gut, muss ich sagen. Hamilton ist ein bisschen flott.
Vordermann auf. Pass aber auf die Reifen auf, wir machen keinen Boxenstopp mehr. Ja, schließen wir zum Vordermann auf, klar. Wieder zurück ins DRS-Fenster und dann können wir es vielleicht nochmal machen. So dicht dran, das kann ja nicht sein jetzt. Das DRS wurde aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Hey, komm, Ricardo, können wir doch noch... Yo. Also. Ich meine, ich bin auch fies, wenn ich zumache, ja. Aber. Dass er sich so null juckt, ja? Unfassbar. Der Hamilton macht auch Druck, aber dahinter ist erstmal nichts mehr, also. Oh, nicht zu spät. Komm schon! Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Ah.
Auto! Ey, und Hamilton, ne? Es regt mich auf, dass die KI nichts juckt. Das kann doch nicht sein, dass die so sagt, oh, da ist ein Gegner. Nee, Digga, nee, da ist... Alter, ey, das ist, will ich, im neuen Spiel will ich das nicht mehr sehen, ey. Hamilton. Keine Dummheit, ne? Dass ich nicht an Ricardo ankomme, ist schon ein bisschen enttäuschend, aber Hamilton würde ich schon gerne hinter mir halten. Das sind noch zwei Runden, also... Ich brauche unbedingt DRS von Ricardo. Sekunden. Ich habe keinen DRS, das ist mies. Das könnte jetzt sein. Ja, da muss ich jetzt halt Hamilton irgendwie noch hinter mir halten jetzt. Kann es sein hier. Das ist deine letzte Runde. Die letzte Runde des Rennens. Darf mich hier nicht überholen. Das ist aber... Nee, kein Vorbeikommen hier, ja? Und P5 ist es! Es ist es! Okay, endlich rein und fahr das Ding sauber zu Ende.
Alter, ey, ist das krass. Ja, von P18 mal ganz solide auf P5 vorgespült worden durch das chaotische Safety Car. Ja, mehr dazu gleich. Was denkst du, Stefan, wo hatten sie heute den entscheidenden Vorteil? Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zum Wagen gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Der Wagen hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Red Bull ist der heutige Gewinner nach einer unglaublichen fahrerischen Leistung. In letzter Zeit hat Red Bull enorm zugelegt, um mit den anderen Teams mithalten zu können. Und es hat sich gelohnt. Gut. Ja, was soll ich sagen? Wir haben einen Blick auf die aktuelle Fahrerwertung. Ja, okay, das war nicht das beste Resultat für unseren Weltmeisterschaftsführenden. Sein Vorsprung ist geschrumpft. Wir haben heute einige beeindruckende Leistungen auf der Strecke gesehen, Stefan. Aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Sebastian Vettel ist definitiv meine erste Wahl. Er hat heute einige der Fahrer auf der Strecke vorgeführt und er hat keine Spur von Müdigkeit gezeigt. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursmeisterschaft zu werfen. Keine Veränderung an der Spitze, aber mit den Punkten von heute wird die Führung deutlich wackeliger. Und ebenso gute Arbeit von Aston Martin an diesem Wochenende. Sie machen einen weiteren Sprung nach vorn. Also, Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, man sieht auch, von der Pace wären wir auch noch hinter Hamilton gewesen. Aber viel mehr auch nicht. Also net P6 sind wir heute pace-technisch auf alle Fälle unterwegs gewesen. Das ist gut. Und wir waren sogar schneller als unser Teamkollege David Coulthard. Um 0,1 Sekunden auf eine schnelle Runde. 10 Pünktchen auf unser Konto. Nimmt man gern mit. War super. Schönes Rennen. Schönes Rennen. Und wir machen nichts gut gegen unseren Rivalen. Aber er macht auch nichts gut. Gut. Dann machen wir ein bisschen Presse, ein bisschen Supersportler und dann geht's nächste Folge mit der nächsten Geschichte weiter. So. Ah, das ist ja auch schon direkt du zum eigenen. Musst dir leider einschreiten und eine Managemententscheidung treffen. Mehr in die Abteilung investieren, damit sie... Ja, naja, 50.000. Danke. Es ist toll, dass du dir Zeit für sowas nimmst. Passt. So, Aktivitäten, da können wir doch nochmal hier ein schönes Chassis, ist doch ganz gut, das brauchen wir ja unbedingt. Und, ja. Gehen wir nochmal in die Forschung und Entwicklung. Wir könnten hier zum Beispiel auch mal bei Chassis auf Typ 2 setzen oder so, wenn das geht. Weiß ich jetzt gar nicht. Herstellung. 5,5 Mille. Ja. Regierung 8. September. Weiß ich jetzt nicht, aber passt. Machen wir jetzt einfach mal. So, dann gehen wir mal hier Fahrzeug. Mal Chassis. Das ist ja alles auch noch Entwicklung hier. Kann ich gerade gar nichts machen. Antrieb. Da haben wir, das haben wir bekommen vom Hersteller selbst. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Hier läuft noch was und hier können wir auch noch was machen. Auch noch alles vor Singapur. Da ist aber dann, da wären wir dann aber ganz schön weit oben hier im Energiespeichergeschichte. So, und wenn ich hier bei der Aerodynamik noch was anschmeißen kann, dann wäre das natürlich auch okay. Wir haben schon echt viele Upgrades, meine Güte. So, das hier wird ja schon produziert. Aber das hier können wir auch produzieren. Auch, Alter. Ja, wir könnten am Ende der Saison das beste Auto haben. Wenn wir so weiterentwickeln, wie verrückt, dann sieht das Ganze ganz gut aus. Wir sind jetzt auch schon wieder von P3 auf P5 zurückgefallen. So schnell kann es gehen. So hat es sich auch angefühlt in dem Rennen. Also wir müssen auch fleißig weiterentwickeln, auf jeden Fall. So. Machen wir Pirelli Hot Lap und dann geht's Tatsache nach Zandvoort. So, Rivalenduell. Nee, ich will eine Checkpoint-Herausforderung haben. Ich würde auch gerne den Aston Martin fahren. Ja, bitte. Danke. Ja, Zandvoort, auch eine schöne Strecke, die viel Potenzial zum Überdrehen bringt, ja. Also, ja.
Dutch Grand Prix. Wird super. Hm. 8000 für... Ui. Okay, müssen wir ein bisschen fahren. 8000, da muss ich ja zwei Runden mindestens fahren. Okay. Ja, man merkt, das Ding ist nicht ganz so flott wie ein Formel-1-Wagen in den Kurven. Hm, warum nur? Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen an Tempo zulegen. Ja, Reifen, da müsst ihr jetzt mal durch, ja? Ja, wir müssen echt noch eine Runde fahren. Jetzt sind die Checkpoints auch woanders. Checkpoint bitte. Sieht nicht so aus, dass es was wird. Kein Punkt, da ist der Punkt, schade. Ach. Du brauchst es sogar, das ist schon schwach, muss ich sagen. Nee, Alter. Also so schlecht habe ich nicht gedacht, dass es wird. Also nee, das machen wir nochmal. Die Zeit nehmen wir uns jetzt. Das müsst ihr jetzt, da müsst ihr jetzt durch. Kann aber das wäre also, verstehe nicht. So viel mehr hätte ich jetzt auch nicht drin gehabt an Pace. Aber probieren wir es nochmal. Zwei Runden sind es ja nur. Wir hätten ja eigentlich nur, ich meine...
Komm mal. Wenn wir 2 Sekunden schneller sind, ist es ja schon mal was so. Wir müssen ja nur den nächsten Checkpoint immer jeweils erreichen. Halt schon besser, ja. Das wird immer noch nicht reichen. Boah, krass. Silber nur, oder? Ja. Boah, hier schaffe ich Gold nicht. Da hätte man ja nochmal wesentlich mehr Sekunden haben müssen, weil hier gibt's ja keinen. Hier noch. Hm, toll. Nee. Muss reichen, sorry. Krieg ich nicht hin. Schade. Schade. Muss man mal sagen. Wir haben zurzeit ein anständiges Einkommen und sollten uns überlegen, wie wir die Gewinne anlegen, damit das Team bestmöglich davon profitiert. Ja, ist ja an sich. Passt wohl. Rangliste sind wir jetzt trotzdem noch mit 24 Punkten hinter unserem Teamkollegen. Sind Meisterschaftsfünfter, also ja. Schauen wir mal. Folge geht 1 Stunde, Freunde, das war's. Nächste Folge Sandfort. Schauen wir mal, wie es wird. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.